Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Und ja, wir sind hier wieder zu den Fragen und Antworten von den Entwicklern zu Escape from Tarkov. In den letzten Episoden haben wir ja die Fragen zwischen 1 und 80 behandelt und jetzt nehmen wir die Fragen 81 bis 100 vor. Ja, damit ihr auch gar nicht so viel Zeit investieren müsst und auch noch ein bisschen was vom Sonntag habt, fange ich einfach mal direkt an. Frage Nummer 81. Wird es Radios, Kommunikationsgeräte und Ferngläser geben? Dazu sagen die Entwickler, dass es das natürlich auf jeden Fall geben wird. Das dürfte ja in keinster Weise fehlen. Frage Nummer 82. Gibt es eine Möglichkeit, das Gear den eigenen Bedürfnissen anzupassen? Also wird es auch das Gameplay beeinflussen? Ja, es wird zum Beispiel das Nachladen der Waffe beeinflussen, liebe Freunde. Nur Magazine, die in der Weste und Taschen sind, können schnell nachgeladen werden. Auch planen die Entwickler, eine Art Westeneditor für Smolle-System basierte Westen zu machen. Frage Nummer 83. Werden wir in der Lage sein, Körper zu bewegen, also zum Beispiel Leichen? Ja, das haben die Entwickler bisher noch nicht wirklich in Erwägung gezogen, sagen aber, dass es vielleicht ja noch dazu kommen könnte. Frage Nummer 84. Werden wir sozusagen an Deckungen kleben, wie zum Beispiel bei The Division? Also dazu sagen die Entwickler auf, dass es auf keinen Fall ein deckungsbasierter Shooter wird oder dass wir auch nur in irgendeiner Art und Weise an den Deckungen kleben. Frage Nummer 85. Können wir über und aus der Deckung feuern? Können wir dann auch blind aus der Deckung feuern? Ja, das auf jeden Fall können wir alles tun, meine Freunde, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Frage Nummer 86. Wird der spielbare Charakter seinen Kopf separat bewegen können, um sich umzuschauen? Die Entwickler planen auf jeden Fall, den Kopf separat beweglich zu machen, so dass wir den natürlich auch bewegen können, wie bei DayZ zum Beispiel. Frage Nummer 87. Wird es sichere Zonen geben, wo man zum Beispiel essen kann? Also es wird in den Szenarios keine sicheren Zonen geben, Freunde, nur außerhalb der Raids. So wird man halt auch sorgfältig auswählen, wo man sich niederlässt zum Essen. Also finde ich das doch schon einen ganz positiven Aspekt, wenn man ja, immer Schiss haben muss, dass einem gleich einer eine Kugel in den Kopf ballert. Frage Nummer 88. Wird es im Spiel eine Art von Free Running geben? Also vielleicht Hindernisse, die höher sind als der Charakter und dazu Schneidwerkzeug, um zum Beispiel Drahtzäune zu zerschneiden? Dazu sagen die Entwickler, dass nichts von dieser Art bisher geplant ist. Frage Nummer 89. Wie groß sind die sicheren Lager? Also die sicheren Lager haben eine Größe von 1x2 bis 3x3 Slots, vielleicht sogar 3x4 Slots. Frage Nummer 90. Werden wir unsere eigenen verborgenen Loot-Stellen markieren können? Ja, das geht, aber nur innerhalb der Raid-Sitzung. Frage Nummer 91. Was ist Stash? Also Freunde, Stash ist eine Reihe von Slots, die als getrenntes Kampflager verwendet werden können. Frage Nummer 92. Wie wird man die Third-Person-Ansicht im Spiel nutzen können? Dazu haben die Entwickler gesagt, dass sie wahrscheinlich separate Server mit der dritten Person als Option verfügbar machen. Frage Nummer 93. Wird es im Spiel mehrere Charakterpositionen geben? Also stehen, hocke, liegen? Ja, meine Freunde, das ist auf jeden Fall mit dabei. Inwiefern bzw. wie detailliert wir uns da im Endeffekt zwischen Stehen und Hocke noch bewegen können, das steht noch zur Frage. Also es ist noch nicht raus, ob wir lediglich stehen, hocken und liegen können oder vielleicht sogar mehrere Möglichkeiten haben, so wie vielleicht bei Arma 3. Frage Nummer 94. Wie viele Waffen kann ich mit in den Raid nehmen? Also liebe Freunde, eine in der Hand, eine auf dem Rücken, die Pistole im Holster, das Messer in einer Gürteltasche und zusätzlich halt auch noch eine kleine Waffe im Rucksack. Frage Nummer 95. Wie genau funktioniert das Player-Schadenssystem? Also zuallererst wird es auf jeden Fall keine natürliche Regeneration geben. Es wird Blutungen, Knochenbrüche, Schmerzen, Schocks und so weiter geben. Alles wird man mit speziellen medizinischen Produkten behandeln müssen. Dabei ist aber auf Nebenwirkungen zu achten etc. pp. Frage Nummer 96. Werden unsere Fortschritte und Beute gerettet, wenn wir überleben? Also Freunde, das dürfte mittlerweile klar sein. Alles, was wir während des Raids gelootet haben, wird halt unser sein, sobald wir den Raid lebend verlassen. Frage Nummer 97. Wird es eine Animation der Heilung geben? Ja, dazu haben die Entwickler wieder nicht viel gesagt, außer möglicherweise. Deswegen konnte ich euch da auch nicht mehr zu sagen. Frage Nummer 98. Kann ich andere Spieler heilen? Also man kann den Spielern lediglich ein Medkit geben, war die Aussage. Ob das jetzt dabei bleibt oder nicht, die Antwort war halt sehr kurz gehalten, also warten wir einfach mal ab. Frage Nummer 99. Wird es Schocks aufgrund der Schmerzen im Spiel geben? Ja, wie vorher schon erwähnt, die werden auf jeden Fall zugegen sein.
Und schlussendlich die Frage Nummer 100. Wird es eine gewisse Art von Bestrafung für den Tod geben, zum Beispiel um die Notwendigkeit der zugefügten Wunden trotzdem behandeln zu müssen oder gar ein Skill Reset? Also liebe Freunde, die Wunden müssen trotzdem geheilt werden, die wir davon getragen haben, aber die Fertigkeiten oder Fähigkeiten werden auf keinen Fall zurückgesetzt. Ja, liebe Freunde, damit sind wir auch mit den Fragen 81 bis 100 durch. Ich hoffe wie immer, dass ein bisschen was dabei war, was ihr noch nicht wusstet. Wir bewegen uns so langsam auf das Ende zu. Es tut mir auf jeden Fall leid, dass dieses Fragen- und Antworten-Video sich ein paar Tage verzögert hat. War keine Absicht, das war im Endeffekt so ein bisschen zeitlicher Stress und so, ihr kennt das. Ich werde auf jeden Fall zusehen, dass ich die nächsten pünktlich einhalte und wir werden mit den Fragen noch locker vor der Alpha durchkommen. Keine Sorge. Ja, ansonsten, liebe Freunde, was gibt es zu sagen? Es ist Sonntag. Ich wünsche euch noch einen schönen freien Tag, insofern ihr den denn habt. Ansonsten natürlich morgen einen guten Start in die Woche. Und falls euch das Video gefallen hat, meine Freunde, wie immer bitte einen Daumen nach oben. Falls nicht, konstruktive Kritik in die Kommentare. Und ansonsten, meine Freunde, wünsche ich euch wie immer was. Euer Gunshot.